Hallo und willkommen zurück zu Book of Unwritten Tales 2. Wir sind hier in Düsterdorf gewesen und haben leider gehört, dass Esther und Timmy verschwunden sind, nachdem sie von einem Ritter und einem Werwolf angegriffen worden sind. Ja, und an uns liegt es jetzt, die beiden wiederzufinden. Ich glaube, seit dem Angriff hat Nate noch ein paar extra Scheite aufs Feuer geworfen. Allzu viel Sicherheit strahlt es trotzdem nicht aus. Was haben wir denn da? Hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen was zu erkunden. Etwas Fell. Könnte vom Werwolf stammen. Er ist Richtung Wald gelaufen und ist diesen Dornen zu nahe gekommen. Fußspuren. Ich bin kein Experte. Aber ich würde sagen, das hier sind nur Esthers Spuren. Sie führen in Richtung Wald, was ich mit Gullivers Aussage decken würde. Spuren vom Werwolf und von Esther. Aber keine vom Paladin. Wir sind den ganzen Weg von Seefels gelaufen. Einen guten Teil der Strecke sogar jenseits befestigter Straßen und Wege. Wir befürchteten, Ratsvorsitzende Van Buren könnte die Straßen überwachen lassen. Es war eine anstrengende Reise, aber wir waren gut versorgt. Essen, Wasser, warme Decken. Esther hat alles organisiert. So. Esther hat sich rührend um Timmy gekümmert. Seit Remis Tod ist er ganz anders als sonst. Er war früher immer so unternehmungslustig. Seit wir Seefels verlassen haben, hat er sich die meiste Zeit in Esthers Manteltasche verkrochen. Und jedes Geräusch ließ ihn zusammenfahren. Und jetzt Monster und Werwölfe. Armer Kerl. Die Wolldecke ist alt, wurde schon mehrfach geflickt und ich bin sicher, dass sie von der Müllhalde unter Seefels stammt. Aber sie hält warm und geht nicht bei der ersten Gelegenheit kaputt. Wir haben noch ein bisschen mehr zu erkunden. Der kleine Kerl hält sich wacker. Er überlegt bestimmt, wie er mir helfen kann. Könnte man hinter seine Stirn blicken, würde man die kleinen Zahnräder arbeiten sehen. Nate hat in den letzten Tagen immer wieder versucht, Timmy ein wenig aufzumuntern. Manchmal ist es ihm gelungen. Doch früher oder später hat Timmy sich wieder in Esthers Manteltasche verkrochen. Der kleine Kerl hält... Könnte man hinter... Wir haben alles genau so vorgefunden. Ein paar kreisförmig angelegte Steine auf einer Sandfläche, keine Bäume in der Nähe, eine vorbildlich angelegte Feuerstelle. Nur, was sagt es über ein Dorf aus, wenn Reisende lieber außerhalb des Dorfes übernachten, als sich im Dorf ein Zimmer zu mieten? Was steckt denn da im Sand? Sieht aus wie ein dickwandiger Steinbecher, wie die Zwerge ihn benutzen. Die Dinger wären mir zu schwer, um damit weite Strecken zu reisen. Aber die Zwerge sagen, der Stein, aus dem die Becher gefertigt sind, erinnere sie an zu Hause. Ich befürchte, der Zwerg, der den Becher hier in die Wildnis getragen hat, hat nichts mehr dagegen, dass ich ihn nehme. Der Becher war mit Sand gefüllt. Vielleicht kann ich den auch mal gebrauchen. In dem Schloss hat der Hexenmeister Van Buren seine letzten Jahre verbracht. Er traute seinem Bruder nicht und hat eine Möglichkeit niedergeschrieben, wie man dessen mächtigen Zauberstab zerstören kann. Sobald wir Timmy und Esther gerettet haben, werden wir einen Weg zum Schloss finden. Mit oder ohne Hilfe des Bürgermeisters. Okay. Das wäre die optimale Stelle, um ein Würstchen zu grillen. Nicht so heiß wie das offene Feuer, aber immer noch heiß genug. Esther hat gesagt, auf mich würden ein paar Würstchen warten, wenn ich aus dem Dorf zurückkäme. Dann kam alles anders. Hm.
Man sieht Gulliver an, dass er nichts lieber tun würde, als Esther in den Wald hinterherzulaufen. Er tut es nur nicht, weil er Nate nicht allein lassen kann. Zum Glück, sonst müsste ich vielleicht noch jemanden retten. Gulliver? Wilbur, wie können wir helfen? Ich habe einige Spuren vom Werwolf gefunden. Und auch von Esther. Aber seltsamerweise keine vom Paladin. Er war da. Ich habe ihn genau gesehen. So wie ich dich jetzt sehe. Ich glaube dir. Aber dennoch, er hat keinerlei Spuren hinterlassen. Also gut, haltet die Stellung. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Sorry, muss ich mich mal ganz kurz stumm schalten. Okay, also wir werden auf jeden Fall noch das Feuer brauchen. Die Wand des Ladens wurde nur notdürftig vernagelt. Kopflose Reiter oder ein Werwolf würden sich von den paar kleinen Brettern bestimmt nicht aufhalten lassen. Die Wand des Ladens wurde nur notdürftig. Kopflose Reit. Der Bürgermeister ist nicht nur Bürgermeister, Feuerwehrmann, Priester, Kutscher und Schmied. Er ist auch seine eigene Waschfrau. Gezwungenermaßen. Sofern mir das dabei hilft, das Böse aus dem Wald zu vertreiben, hat der Bürgermeister hoffentlich nichts dagegen. Eine Schnur kann man eigentlich immer gebrauchen, wie ich schon zu mehreren Gelegenheiten angemerkt habe. Es wäre kein Diebstahl. Ich brauche die Schnur dringend, um damit, Dinge zu machen. Allerdings ist die Wäscheleine an einen Haken am Haus geknotet und der ist zu weit oben für mich. Ich kann den Knoten nicht erreichen, mit dem die Wäscheleine am Haus festgeknotet ist. Nate hat in den letzten Tagen Ups, wollte ich doch gar nicht, aber zu viel gedrückt. Ich glaube, seit dem Angriff hat Nate noch ein paar extra Scheite aufs Feuer geworfen. Also... Jedes Mal, wenn ich ihn anspreche, sehe ich diese schreckliche Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung in seinen Augen. Das tue ich mir nicht häufiger an als nötig. Jedes Mal, wenn... Okay. Hier kommen wir auf jeden Fall erstmal nicht mehr weiter. Gehen wir noch mal rein, mal sehen, ob wir hier noch irgendwas machen können. Das Regal scheint eine Art Lager für Dinge. Hätte ich mehr Zeit, würde ich... Eine Armbrust ist eine Verhebung. Hey! Da steht noch was. So eine Rüstung würde mir ziemlich gut stehen, glaube ich. Hallo! Ja? Wie es scheint, werde ich Ihnen letztendlich also doch helfen. Wie meinst du das? Der Fluch? Der Wald? Wir haben einen gemeinsamen Gegner, wie es scheint. Richtig, richtig. Versuch es nur. Ich traue dem Kopfgeldjäger mehr zu. Aber ich bin mittlerweile so weit, dass ich nach jedem Strohhalm greife. Danke. Sehr motivierend.
Der Laden hier ist ein traditionelles Abenteurer- und Heldengeschäft, oder? Allerdings. Mein Großvater hat es gegründet. Früher war hier viel los. Im Wald gab es Riesenspinnen. Eine Tagesreise nach Süden befand sich eine alte Goblinmine. Zur Blütezeit des Heldentourismus wollten wir sogar eine Kanalisation bauen. Wir verkaufen Rüstungen, Waffen, Tränke, Verpflegung, Eispfeile, Gegengifte, alles, was man so braucht. Und bezahlen lassen wir uns mit Spinnenbeinen, Goblinohren und solchen Dingen. Und was machen Sie damit? Geschäftsgeheimnis. Wenn du was verkaufen willst, kannst du das ohne Risiko tun. Ich bewahre den Gegenstand auf für den Fall, dass du ihn später zurückkaufen willst. Wie bitte? Naja, falls du es dir später anders überlegst, dann kannst du denselben Gegenstand zum selben Preis bei mir zurückkaufen. Das nennt man Marktwirtschaft. Das böse Herz des Waldes. Was genau ist das? Und wo finde ich es? Es ist eine Lichtung im Zentrum des Waldes. Ein alter, toter Baum steht dort. Du wirst es erkennen, wenn du es siehst. Aber wie finde ich die Lichtung? Der Wald ist ziemlich groß. Und verwirrend. Das Herz des Waldes will nicht gefunden werden. Was immer uns diese Kreaturen auf den Hals hetzt, es lebt auf dieser Lichtung. Da bin ich mir sicher. Glaubst du, dass es vielleicht der Geist vom Hexenmeister von Buren ist? Vielleicht. Die Alten haben uns gewarnt. Sie meinten, man solle sich nicht mit einem Hexenmeister anlegen. Sie hatten Angst und haben von schrecklichen Gefahren geflüstert. Hätten wir doch nur auf sie gehört. Kann mir dein Gerät nicht dabei helfen, das Herz des Waldes zu finden? Zeigt es nicht ganz andere Sachen an? Entschuldigung. Ah, verstehe. Du meinst, nichts hier in der Nähe strahlt mehr psychokinetische Energie aus als das Herz des Waldes. Damit könntest du recht haben. Du solltest dir einen PKE-Detektor besorgen. Ich dachte eigentlich, sie könnten mir ihren geben. Meinen Detektor? Niemals. Es ist ein großartiges Gerät. Es hat mich noch nie im Stich gelassen. Aber wenn sie es mir geben, könnte ich das Herz des Waldes finden und den Fluch beenden. Oder du könntest getötet werden und es im Wald verlieren. Es dauert Wochen, bis so ein Meisterwerk der okkulten Technik hierher geliefert wird. Und genau deswegen kann ich ja auch nicht auf ein anderes Gerät warten. Ich brauche ihres. Schlag dir das aus dem Kopf. Der Detektor zeigt zuverlässig an, wenn Übernatürliches hier herumschleicht. Und das muss ich wissen. Ich bräuchte etwas, mit dem ich mich gegen den Werwolf verteidigen kann. Haben Sie so etwas im Angebot? Ein Werwolf hat uns bisher noch nie angegriffen. Deswegen haben wir keine speziellen Anti-Werwolf-Waffen oder etwas in der Art. Aber soweit ich weiß, sollte jede normale Waffe aus Silber ihren Zweck erfüllen. Wie bist du geskillt? Schild und Schwert oder beidhändige Dolche? Du meinst, mit zwei Dolchen gleichzeitig kämpfen, ohne sich selber zu schneiden? Ah, also ein Fernkämpfer. Bögen, Armbrüste oder Schleudern? Wobei, eine Schleuder gegen einen Werwolf? Nee. Bogen oder Armbrust wären besser. Ich habe einen schönen Kompositbogen plus 2 auf Lager. Aber der erfordert Geschicklichkeit 15. Ich glaube, mit so einer Armbrust könnte ich vielleicht umgehen. Ja, eine leichte Armbrust ist einfach zu bedienen und hat ordentlich Wumms. Jeder Noob kann damit etwas treffen. So eine leichte Armbrust, was kostet die? 3 Gold, 7 Silber und 2 Kupfermünzen. Oder ich gebe dir eine Quest. Was für eine Quest? Bringe mir 10 Wolfspelze. Haben Sie sich das gerade ausgedacht? Nein, es ist sehr wichtig. Klingt für mich wie eine ziemlich generische Aufgabe ohne echten Sinn. Du bringst mir 10 Wolfspelze und erhältst von mir als Belohnung eine Armbrust. Was gibt es da noch zu diskutieren? Silberbolzen habe ich allerdings keine. Meine Freunde oben am Lagerfeuer. Kann ich sie vielleicht hierher holen? Es könnte sicherer für sie sein.
Natürlich! Nicht nur für Sie. Die Monster aus dem Wald schnappen vielleicht einen von Ihnen anstelle von mir. Also schön, dann sage ich Gulliver Bescheid. Gulliver? Ist das nicht der, der geköpft wurde? Nicht geköpft. Er hat nur seinen Kopf verloren. Als Zombie hält er sowas aus. Zombies kommen mir nicht ins Haus. Aber warum denn nicht? Er ist sehr nett. Ich will mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Lebendig oder tot. Sie sollen sich entscheiden. Wir wollen anständige Leute hier im Dorf. Nicht welche, die aus Teilen anständiger Leute zusammengenäht sind. Auf Wiedersehen. Das hoffe ich. Das hoffe ich wirklich. Ich glaube nicht, dass der Laden gut läuft. Sicher, ein Bund zusammenge... Aber wer... Okay. Okay, also das Stückchen Wolfspelz können wir nicht mitnehmen. Gut, dann gehen wir mal in den Wald. In dem Augenblick, als ich diesen gruseligen Wald gesehen habe, wusste ich, dass es mich früher oder später dort hinein verschlagen würde. Aber egal, wie viel Angst ich habe, Timmy und Esther haben bestimmt noch mehr. Mutig, der kleine Gnome. So weit, so gut. Der Bürgermeister hat gesagt, der Wald verwirre die Sinne. Ich muss mir merken, wie ich wieder zurück ins Dorf komme. Und ich sollte nicht allzu laut sein. Hier treiben sich ein Werwolf, ein Ritter und vielleicht auch noch ein kopfloser Reiter herum. Ein Beil? Der Holzgriff ist ganz verwittert und der Eisenkopf ist mit einer feinen Rostschicht überzogen. Es muss schon sehr lange im Baum stecken. Monate, vielleicht Jahre. Die Klinge ist noch blank und sieht halbwegs scharf aus. Der Baum hat sie vorm Rost geschützt. Gehen wir mal rechts rum zuerst. Ich habe keine Ahnung mehr vom Weg. Ein blutiger Stofffetzen. Das ist... Oh nein! Was ist das denn? Wer hätte gedacht, dass man mit blutigen Stofffetzen Gnome anlocken kann? Eine Falle für den Werwolf. Beeindruckend! Danke. Du bist auch ein Gnom, oder? Scharf beobachtet. Ich habe noch nicht viele Spuren gefunden. Hattest du mehr Glück? Einige Spuren vom Werwolf und Fußabdrücke einer schweren Person, die aus Richtung der Klippen kommen. Das müssen Esthers Spuren sein. Sie verlieren sich bald im Unterholz. Von einem Ritter, einem kopflosen Reiter oder sonstigen Schreckgestalten keine Spur. Vielleicht sind es Geister. Genau meine Vermutung. Irgendein Spuk. Jemand beschwört all diese Geistergestalten, um uns Angst zu machen. Dann dürfen wir uns keine Angst machen lassen. Ich habe keine Angst. Naja, nur Spinnen. Hier kann ich nicht bleiben. Da sitzen und dann plötzlich loslaufen und viel zu viele Beine. Wow, Kopfgeldjäger. Das ist so cool. Die meisten von uns Gnomen sind ja eher Nerds. Wir basteln gerne komplizierte Maschinen, mögen es gemütlich und meiden die große, weite Welt. Du bist auch hier. Und so eine Art Magier? Naja, nicht so richtig. Ich versuche, meinen Freunden zu helfen. Auch ganz ohne Magie. Und du? Hat dich die Abenteuerlust in die weite Welt gelockt? Gold. Oh. Nicht mein Traumjob, in zwielichtigen Gasthäusern herumzusitzen und Aufträge von schmierigen Gestalten anzunehmen. Sobald ich genug Gold zusammen habe, gehe ich zurück in die Höhlen und vergesse hoffentlich das meiste, was ich erlebt habe. Clevere Falle. Für mich hat sie schon mal gereicht. Du bist aber auch kein Werwolf.
messerscharfe Sinne und noch schärfere Zähne und Klauen. Der Käfig wird ihn nicht lange aufhalten und der Kampf mit dem Biest wird kein Vergnügen. Vielleicht sollten wir doch zusammen weitergehen. Dann können wir uns gegenseitig beschützen, weißt du? Du solltest gar nicht hier sein. Geh zurück ins Dorf und warte da 3 Tage. Wenn ich bis dahin nicht zurück bin, verlasse den Düsterwald und schaue nicht zurück. Auf gar keinen Fall. Ich werde nicht ohne Timmy und Esther aufbrechen. Dann schrei laut, wenn der Werwolf dich erwischt hat. Dann weiß ich wenigstens, wo ich ihn suchen muss. Ich denke, das lässt sich einrichten. Genug geredet. Wir müssen meine Freunde finden. Ich muss einen kopflosen Reiter zur Strecke bringen und ich werde den Werwolf töten. So einer fehlt noch auf meiner Liste. Wenn ich dabei über deine Freunde stolpere, schön. Wenn nicht, auch gut. Wilbur. Was? Mein Name. Wilbur Wetterquarz. Und ich habe Angst um Timmy und Esther. Ich will sie unbeschadet zurück. Ich werde sehen, was ich tun kann. Die Falle ist unter dem Laub nicht zu sehen. Ein gutes Stück Gnomentechnologie. Kompliziert und mehr oder weniger funktionstüchtig. Vier Wege. Ich nehme den mal. Ein Stoffstück. Das ist Timmys Halstuch. Es ist zerrissen. Hier sind mehrere Äste abgeknickt. Und hier? Oh Mann, ein paar Fellfetzen. Sie sehen genauso aus wie die oben am Lagerfeuer. Der Werwolf muss auf Timmys Fährte sein. Hoffentlich war der Kleine längst weg, als der Wolf hier vorbeikam. Mal gucken, was die Salz sagt. Weil man verliert sich in dem Spiel ja ganz gerne mal. Ja. Knapp 23 Minuten schon. Also machen wir hier erstmal einen Cut und machen beim nächsten Mal dann weiter. Wenn es dann wieder heißt, Let's Play Book of Unwritten Tales 2. Bis dann.